Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Angelika Adensammer, ich bin Juristin und Kriminologin und seit kurzem tätig für Epicenter Works. Und ich bin im August dort eingestiegen im Höhepunkt der Kampagne gegen dieses Überwachungspaket. Also wir haben das Überwachungspaket genannt, offiziell Sicherheitspaket, und waren mit dieser Kampagne auch erfolgreich, erstmal jedenfalls. Das heißt, wir sind, man kann ruhig, das ist noch die Epicenter Works Logo. Das heißt, bis zur Wahl wird das nicht kommen. Es ist aber natürlich etwas, was im Raum steht und was die ÖVP möchte, was auch die FPÖ jetzt nicht lange, also ich glaube, dass der Widerstand dann auch, wenn sie in der Regierung sind, möglicherweise nicht mehr so stark ist, wie er jetzt war. Also ich glaube, einige von diesen Dingen werden auf kurz oder lang trotzdem kommen, auch wenn sie jetzt flachgelegen sind. Zum Beispiel der Bundestrojaner, das ist schon so lange eine Diskussion und das sind auch Sachen, die einfach andere Länder schon lange haben und so. Genau, wir sind vormals AKVorrat, also vielleicht noch bekannt als Arbeitskreis Vorratsdaten gegen die Vorratsdatenspeicherung. Jetzt heißt die Organisation Epicenter Works. Ja, Vorspann. Ich möchte über zu einigen Grundrechten was sagen, die berührt sind von dem Entwurf, den die Regierung vorgelegt hat. Darf ich vielleicht meine Wasserflasche auch haben? Dankeschön. Das ist wahrscheinlich nicht abschließend. Und es war schon so, dass je näher man in diesen Entwurf schaut, desto mehr Probleme man findet. Das heißt, wir haben das quasi in der Begutachtung halt angeschaut und es gibt Sachen, die schauen irgendwie wirklich, wirklich problematisch aus, aber im Endeffekt kann man das auch immer erst wissen, nachdem es beim VfGH war, leider. Das heißt, wenn so ein Gesetz kommt, dann heißt es, uns ist es jetzt einmal egal, ob das grundrechtswidrig ist oder nicht, das kann sehr leicht sein, aber irgendjemand muss einmal das Geld und die Zeit reinstecken, um das zum VfGH zu bringen, damit das dann nachher aufgehoben wird. Das ist schon mal als sozusagen auch legistisch oder auch von einer Regierung schon mal ein schlechtes Zeichen und es ist insgesamt auch, war es legistisch ein ganz furchtbarer Entwurf. Aber jedenfalls möchte ich einmal auf diese paar Sachen eingehen. Das ist einerseits Artikel 10 Staatsgrundgesetz, Briefgeheimnis, eines der ältesten Grundrechte von 1867 aus dem ursprünglichen ersten Grundrechtskatalog. Dann Artikel 10a, das Fernmeldegeheimnis, das dann quasi in den 70ern analog zum Briefgeheimnis dazugekommen ist, um die Kommunikation per Telefon zu schützen. Artikel 6 Europäische Menschenrechtskonvention, das Recht auf ein faires Verfahren. Das ist etwas, dazu werde ich nur jetzt ein bisschen was sagen und nicht so sehr im Detail später. Das ist etwas, das im Zusammenhang mit Überwachungsbefugnissen nur selten erwähnt wird. Was ich aber auch sehr wichtig finde und wozu ich besonders bei der verdeckten Ermittlung auch recherchiert habe, weil es doch, also überschießende Ermittlungsbefugnisse durch eine Polizei, die nicht kontrollierbar ist, ist auch ein Problem in einem Verfahren. Das heißt nämlich, dass man in einem Strafverfahren gegen einen selbst möglicherweise nicht nachvollziehen kann, woher Beweise kommen, was diese Beweise sind und wie die zustande kommen. Das kann auch beim Bundestrojaner ein Problem werden. Wenn ich in einem Gerichtsverfahren gegen mich nicht nachvollziehen kann, weil zum Beispiel die Regierung sagt, das ist zu teuer, jetzt auch noch offenzulegen, wie dieser Bundestrojaner, also sie wird sicher nicht wollen, in einem Gerichtsverfahren offenlegen, wie der technisch tatsächlich funktioniert. Das heißt aber auch, dass ich nicht nachprüfen kann, dass meine Anwälte nicht nachprüfen können, woher diese Beweise kommen und dass ein Gericht auch nicht nachprüfen können wird oder wollen wird, ob die echt sind. Weil das geht ja natürlich, das ist ja technisch kompliziert. Ich bin selber Juristin und keine Technikerin, ich habe mir das jetzt irgendwie so anhören können quasi. Aber ob ein Gericht dann oder ob Sachverständige überhaupt in der Lage sein werden, das verifizieren zu können, ist die Frage. Und das ist ein Problem, das auch das Recht auf ein faires Verfahren betrifft. Außerdem kommen da dann auch noch, dazu werde ich noch ein bisschen was sagen, aber auch die Richtervorbehalte für Überwachungsbefugnisse, dass auch Richter zustimmen müssen eigentlich zu bestimmten besonders eingriffsintensiven Ermittlungshandlungen, gehört meiner Meinung nach auch in diesen Artikel 6 hinein.
Ja. Dann natürlich ganz groß und ganz zentral sind für diese Fragen Artikel 8, das Recht auf die Achtung der Privatsphäre und das Grundrecht auf Datenschutz. Dazu komme ich auch mehr im Detail. Das Recht auf Privatsphäre. Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Also es ist ziemlich klar, warum alle diese Befugnisse oder die meisten dieser Befugnisse da hineinfallen. Wir hatten noch nicht einmal erwähnt IMSI-Catcher, die auch nochmal ein genaues Bewegungsprofil von mir stellen könnten, potenziell den Lauschangriff, das ist die Überwachung, Lauschangriff im Kfz war auch neu geregelt, dass man überwacht werden, also nicht die Audio. Genau. Genau, das mit dem Briefgeheimnis, das hat Roland auch noch nicht erwähnt, dass auch das Briefgeheimnis quasi komplett aufgemacht werden soll auf Verdacht einer Straftat. Das wird damit begründet, dass halt Drogen auch durch normale Post und Brief gesendet worden sind. Auch das hat in der öffentlichen Debatte noch nicht so ein großes Thema, dass das da drin gestanden ist, dass das eigentlich heißen könnte, die Polizei kann auf Verdacht hin alles aufmachen. Und so weiter. Dann gibt es aber, und mir geht es jetzt vor allem darum, ganz grundsätzlich zu sagen, was die Schranken für Ermittlungsbefugnisse sind, weil das immer wieder ein Problem ist, nicht nur bei diesem Entwurf. Man kann grundsätzlich in dieses Grundrecht eingreifen, es ist kein absolutes. Und man kann das tun unter den Voraussetzungen dieses Absatz 2. Das heißt, es muss zum einen eines dieser Ziele verfolgen, also das Gesetz und dann eben in diesem Fall die erlaubte Maßnahme muss zum Beispiel für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes und so weiter notwendig sein. Und das ist, juristisch macht man hier dann eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Das fängt an mit, man hat ein legitimes Ziel, da kann man sagen, okay, wir haben das legitime Ziel, wir wollen für Sicherheit sorgen, wir wollen die Kriminalität eindämmen, kann man nichts sagen. Okay. Der zweite Schritt ist, da habe ich glaube ich eine eigene Folie sogar, genau. Der zweite Schritt ist, es muss ein geeignetes Mittel sein. Und das ist schon etwas, was bei den Ermittlungsbefugnissen, wie wir sie hier haben, nicht klar ist. Es wird zwar immer angenommen und es wird irgendwie auch nie hinterfragt, dass das Ansammeln von Daten tatsächlich zu Sicherheit führt. Das ist aber eigentlich nicht sicher. Also es ist nicht klar, die Polizei hat und das Innenministerium hat noch nie gezeigt, wie sie das analysieren würde, wozu sie das wirklich braucht und ob sie das überhaupt analysieren kann. Es gab jetzt eine Anfragebeantwortung, das war gestern auch im Kurier, die Grünen gestellt haben dazu, wie viele Ermittlungsbefugnisse, also besondere Ermittlungsbefugnisse eingesetzt worden sind, in wie vielen Fällen in den letzten Jahren, seit 2008, das ist seit 2008 enorm gestiegen, insgesamt, also der Anfall, die Anordnungen und Bewilligungen und alles. Was aber gesunken ist, zur gleichen Zeit, sind die aus diesen Fällen resultierenden Anklagen und Verurteilungen. Das ist jetzt sozusagen, so wie die Zahlen dastehen, noch kein Beweis für irgendwas, weil man weiß nicht genau, aus welchen Gründen und so weiter, aber es ist schon ein sehr starkes Indiz, dass diese Ermittlungsbefugnisse, wenn sie angewendet werden, nicht automatisch dazu führen, dass man mehr Verbrecher findet. Ganz einfach. Ist nicht so. Entweder es hat sich schon gesättigt, also es werden einfach schon alle gefunden, die gefunden werden können, aber auch dann bringen uns halt weitere Ermittlungsbefugnisse nichts. Das ist, also da würde ich schon eigentlich erwarten, dass in einer Debatte oder dass gerade auch wenn so viel Geld in die Hand genommen wird, das auch besser gezeigt werden kann. Weil das ist etwas, wenn man da eine Studie dazu macht, eine Machbarkeitsstudie, eine Effizienzstudie, dann müsste man zeigen können, wie viel mehr man aufklären kann, mit welchen Befugnissen die auch etwas Bestimmtes kosten und nicht einfach nur hergehen und sagen, das wissen wir doch. Je mehr man weiß, desto mehr Verbrecher findet man. Ist halt möglicherweise nicht so und ist auch in vielen Bereichen wirklich stark umstritten. Der nächste Schritt wäre die Erforderlichkeit des Mittels. Das heißt jetzt, dass es nicht anders geht. Also wenn etwas besonders eingriffsintensiv ist, müsste man sich eigentlich fragen, geht das nicht auch auf einem Weg, der weniger eingriffsintensiv ist, also im Sinne von in Grundrechte eingreift. Das ist zum Beispiel die Debatte bei der Encryption.
ob es nicht irgendwelche Workarounds gibt. Das heißt, welche Informationen brauchen wir denn tatsächlich und kriegen können wir die nicht anders kriegen als durch einen Trojaner? Auch das ist nicht klar. Es stimmt nicht, dass man WhatsApp nicht anders überwachen kann. Natürlich kann man auch WhatsApp. Man kann mich filmen, während ich was tippe. Man kann mir mein Handy wegnehmen und mich fragen, was mein PIN ist. Man kann den PIN aus mir herausquetschen. Man kann, also es gibt grundsätzlich Möglichkeiten. Die sind nicht alle... Naja, das ist auch eine Überwachung von WhatsApp-Nachrichten. Wenn ich nur wissen will, was in der WhatsApp-Nachricht steht, kann ich herausfinden, wer weiß das noch, gibt es eine Kopie, hat jemand den PIN von meinem Handy? Naja, aber das ist halt die... Das ist, ja genau, aber das ist ja genau die Frage sozusagen. Haben wir andere Möglichkeiten, das herauszufinden? Und wie stehen die im Verhältnis dazu, was wir zu machen versuchen, das, was sehr stark risikoreich ist, weil wir eben Grundrechte einschränken und in dem Fall dann auch noch die Sicherheitsrisiken haben? Oder könnten wir das anders mit zum Beispiel mehr Aufwand? Also ein Grund, aus dem die Polizei das, mein Eindruck ist, warum sie den Bundestrojaner unbedingt wollen, ist, dass es relativ... einfach ist im Sinn, dass es remote ist. Also man muss nicht direkt auf das Gerät zugreifen. Weil wenn man zum Beispiel direkt auf das Gerät zugreifen könnte, wenn man sich das antun würde, das zu bekommen, dann hätte man schon gleich ganz andere Möglichkeiten, weil dann kann man einfach zum Beispiel mal Passwörter ausprobieren und die meisten Handys haben ja nur einen PIN von 4 Stellen oder so. Das ist ja gleich, und dann kann man ja auch, ich habe ja auch kein Encryption-Passwort mehr für meinen WhatsApp-Account. Also wäre was anderes. Und als letzten Schritt dieser juristischen Prüfung müsste man dann auch noch prüfen, wie es im Verhältnis steht. Also das Ziel und die Mittel. Und hier wollte ich nur dazu noch sagen, dass diese Dinge halt eigentlich schon im Gesetz stehen müssten. Also eigentlich muss sich eine Regierung, die so etwas einführt, auseinandersetzen, schon in der Vorlage damit. Sie müssten zeigen, warum das alles vorliegt, was sie überhaupt nicht getan haben. Und normalerweise hebt der VfGH deswegen schon Dinge auf, wenn sie nicht dargebracht worden sind. Das hätte ich also genau, müssen, ja und ja. Also schon da ist es quasi wahrscheinlich verfassungsrechtlich ein Problem. Genau, hier haben wir Artikel 10. Da wollte ich nur noch mal, das ist eben die Beschlagnahme von Briefen, noch mal herausstreichen, dass da schon genauso wie auch im Fernmeldegeheimnis nach 10a Staatsgrundgesetz auch da schon drinsteht, aufgrund eines richterlichen Befehls. Also es ist schon grundrechtlich vorgesehen, dass man das nicht nur auf einer staatsanwaltlichen Anordnung oder einer Bewilligung des Rechtsschutzbeauftragten oder irgendwas Ähnlichem machen kann, sondern man braucht wirklich einen richterlichen Befehl dafür. Es gibt ja auch für elektronische Briefe. Genau, wie 10a, genau. Ja. Oder ich weiß nicht, ob es dann da oder, aber für 10a wäre es ja auch das Gleiche. Ja. Es feiert übrigens jetzt 150-jähriges Jubiläum, das schöne Gesetz, das schöne Grundrecht, das sie einschränken wollen. Genau, hier zum Grundrecht auf Datenschutz wollte ich auch nur noch zur Section Control sagen, dass das, was hier da ging es um das Grundrecht auf Datenschutz, da hat der VfGH gesagt, dass die Art der Mautstraßenüberwachung die Section Control jedenfalls grundrechtswidrig ist. Deswegen ist es ganz besonders absurd, das genauso wieder einzuführen auf eine Weise, die ganz klar diesem Erkenntnis des VfGH widerspricht. Und zwar waren die Voraussetzungen damals 2006 in diesem Erkenntnis, dass die Daten, aus denen keine Hinweise auf Mautbrennen entstehen, sofort gelöscht werden müssen. Das wird auch jetzt so gemacht, dass Bundesministerium für Verkehr, Infrastruktur und Technik hat doch tatsächlich in ihrer eigenen Stellungnahme gesagt, so wie ihr euch das vorstellt, geht das gar nicht, weil wir das gar nicht machen. Also ihr könnt diese Daten nicht haben, weil wir löschen die. Also es gibt nicht mal die Speicherkapazitäten dafür, was die Polizei sich vorstellt, weil eben seit 2006 löschen sie das einfach. Es muss außerdem eine räumliche und zeitliche Abgrenzung des überwachten Abschnitts geben. Und der kann auch nicht beliebig gewählt sein, sondern da muss es irgendeine bestimmte, also zumindest einen Verdacht geben, dass genau in dem Abschnitt eine Mautbrellerei passiert oder einen Grund geben. Eine Frage, also Section Control hat nichts mit Mautstraßen zu tun. Section Control ist wirklich schwierig. Ja, es gibt keine Mautstraßen. Ich bilde mir ein, dass das in dem VfGH-Erkenntnis auf Mautstraßen war. Weil sie da auch. Für die Mautstellen. Ja. Stationen, wo eben überprüft wird, auch mehr Video. Es gibt nicht sehr viele,
Und dort werden nur Bilder gespeichert, wenn tatsächlich ein Fall, ein Mordfall, also wirklich einer. Und sonst wird sofort gelöscht. Aber wird wahrscheinlich analog dann immer auf dem Videomod auch auslegbar sein, oder? Also aber ich möchte betonen, es geht um die Geschwindigkeitskontrolle. Ja, Sektionkontrolle ist Geschwindigkeit. Ja, ja, aber auch bei der Geschwindigkeitskontrolle ist es aber da gibt's so, dass auch keine Geschwindigkeitskontrolle festgestellt wird am Ende der Sektionkontrolle, dass diese Daten so weil man daraus vielleicht ableiten könnte, sich betrifft nur Mord. Genau, dann zur Vorratsdatenspeicherung gab es auch nochmal, nachdem der EuGH diese EU-Richtlinie gekippt hat, auch nochmal ein Urteil aus dem letzten Jahr, das eigentlich klar sagt, dass Vorratsdatenspeicherung nicht zulässig ist, also nur zulässig ist zur Bekämpfung schwerer oder organisierter Kriminalität. Und auch da waren jetzt die Schwellen dafür in dem Entwurf viel niedriger, also die waren schon, glaube ich, zuerst bei nur einem Jahr angedrohte Freiheitsstrafe und jetzt haben sie dann, danach hat die ÖVP gesagt, sie würde es vielleicht noch wieder drauf tun auf drei oder so und auch da ist schon irgendwie unklar, ob das dann tatsächlich unter schwere Kriminalität fällt. Ja, also da haben sie sich wirklich nicht damit auseinandergesetzt, ob das in dem Sinn Unionsrecht entspricht. Genau, das ist auch die Kennzeichenerfassung wäre wahrscheinlich eine Form der Vorratsdatenspeicherung und auch damit wäre das wahrscheinlich nicht vereinbar. Also auch, ja, auch das wäre damit nicht vereinbar. Dann noch ein Punkt, der nicht im engeren Sinn Grundrechte betrifft, aber gerade bei Gesetzen, die Grundrechtseingriffe erlauben, trotzdem dann wieder besonders wichtig ist oder wo man auch verfassungsrechtlich sagt, da sind die Ansprüche an die Verständlichkeit von Gesetzen besonders hoch. Das heißt, sie müssen bestimmt sein, das ist das Determinierungsgebot, das auch im Bundesverfassungsgesetz steht. Und einige von diesen Gesetzen sind sehr verständlich. Ich lese nochmal, ja, das Denksporterkenntnis, das ist sozusagen in die Juristerei, das ja, sagt man, genau. Und das fängt halt zum Beispiel an, wenn ein Gesetz auf wenn man das nur nachverfolgen kann über drei Verweise. Also man muss nachlesen in eine andere Bestimmung in einem anderen Gesetz, dann die wieder auf eine andere Bestimmung verweist, die wieder auf eine andere Bestimmung verweist und dazwischen verändern sich dann zum Beispiel die Begrifflichkeiten ein bisschen und man weiß nicht mehr genau, okay, geht es da jetzt um ein Handy oder um ein Auto oder ist es eh egal oder geht es um eine Nachrichten gegenüber Übermittlungsgerät oder was, also das ist, oder es wurde zum Beispiel beim Quick Freeze wurde auf eine staatsanwaltliche Anordnung in der StPO verwiesen, die es nicht gibt, wo man sich dann auch denken kann, okay, entweder wir haben eine halbe Stunde dann diesen Satz diskutiert, was der grammatikalisch heißen kann mit meinen Kollegen, gesagt, vielleicht hört das zu irgendeinem anderen Satzteil dazu oder so, aber das kann einfach nicht sein, also man kann nicht Gesetze machen, wo man nicht einmal grammatikalisch versteht, worauf sich das beziehen soll und irgendwie versuchen muss, da einen Sinn rauszuzählen, den es halt möglicherweise nicht gibt. Die gesamten Texte waren ja sehr, also haben sehr aus dem Handgelenk geschüttelt. Ja. Also und das ist wirklich, das war ähnlich, also ich habe auch zum Staatsschutzgesetz zum Beispiel gearbeitet, da war das auch so. Also da hatten sie wirklich, und das war eigentlich schon noch etwas, wo sie gesagt haben, da haben sie viel Arbeit reingesteckt und so viele Experten gefragt und wenn dann Sachen rauskommen, wo man sich denkt, aber was soll denn, also beim besten Willen verstehe ich es einfach nicht. Also es ist. Gilt aber auch für andere Gesetze. Ja. Ja. Wenn man von der Thematik dann auch noch eine Ahnung hat und dann einen Gesetzestext dazu bekommt, dann wird es ganz schlimm. und schließlich der Rechtsschutz, und das möchte ich auch nochmal, das ist nicht im engeren Sinn quasi jetzt ein betroffenes Grundrecht, obwohl es natürlich auch wieder in Artikel 6, das Recht auf ein faires Verfahren und dergleichen zu tun hat, aber das ist, glaube ich, schon ein ganz zentrales demokratisches Problem, auch wenn man Gesetze hat und die Exekutive die ausführen muss, dann muss auch sichergestellt sein, dass sie das tatsächlich tut. Und besonders bei geheimen Ermittlungsbefugnissen ist das schwierig.
das Innenministerium und die Polizei und der Verfassungsschutz reden natürlich nicht öffentlich darüber, wie sie ermitteln und was sie tun. Deswegen ist der Rechtsschutz der individuelle, den man hat, und auch die Kontrollinstanzen über das Vorgehen der Polizei besonders wichtig, weil wenn sie etwas tun, was sie nicht dürfen, kriegt man es nicht mit. Also es muss ein Staat, der etwas auf seinen demokratischen Strukturen gibt und sich Gesetze gibt, die dann auch eingehalten werden sollen, auch dafür sorgen, dass das tatsächlich passiert. Also das ist, ja, sollte eigentlich klar sein, nur eben bei geheimen Ermittlungsmaßnahmen hat man ein besonderes Problem, dass die Betroffenen es möglicherweise nicht wissen. Deswegen ist die Information so wichtig. Ich kann meine Rechte nur einklagen, wenn ich weiß, dass ich betroffen war. Das heißt, mir muss nach einem Abschluss, auch nach dem, also nicht nur, wenn es ein Strafverfahren gegen mich gibt, sondern auch, wenn meine Daten oder gerade wenn meine Daten fälschlicherweise gesammelt worden sind, weil genau dann hätte ich ja wahrscheinlich oder möglicherweise viel eher ein Recht, mich dagegen zu beschweren, weil dann bin ich ja eben nicht kriminell gewesen und habe ja eben nicht, also sozusagen, sollte eigentlich nicht ins Raster fallen. Genau dann muss ich informiert werden darüber, dass meine Daten gesammelt worden sind. Das ist teilweise nicht mal vorgesehen. Jetzt ist die andere Frage ist, wie wird das kontrolliert durch den Rechtsschutzbeauftragten? Das ist eine Konstruktion, also das ist quasi eine interne Stelle, also interne Stelle. Er sitzt halt auch im BMI und er ist sehr eng mit der Polizei und man weiß, dass die meisten Anträge bewilligt werden von ihm. Er sagt dazu, er diskutiert das mit Ihnen und redet Ihnen das halt schon vorher aus, bevor Sie den Antrag stellen, wenn das nicht geht und so. Also das kann man sozusagen so hinnehmen oder nicht. Aber es ist schon, es ist eine Person, also es hängt dann an einer Person, die geheime Ermittlungsmaßnahmen bewilligt oder nicht, die im BMI selbst angesiedelt ist und keine sehr starke Trennung und keine sehr große Distanz zur Polizei hat. Das ist schon als Konstruktion ungewöhnlich und wahrscheinlich nach der EGMR-Rechtsprechung möglicherweise auch grundrechtswidrig. Also es bräuchte zumindest einen Senat und es bräuchte eigentlich tatsächlich also mehr etwas Ähnliches wie eine richterliche Einrichtung. Ja, etwas Unabhängiges. Also er ist natürlich irgendwie unabhängig, aber es ist nicht ganz... wie bei der Datenschutzkommission, die es dann auch erst in eine Behörde umgewandelt haben, nachdem die EU da mal kräftig draufgehaut hat. Ja. Also grundsätzlich wäre auch jetzt nicht nur bei den Grundrechten, die sowieso den Richtervorbehalt verlangen, wie Artikel 10 und 10a, da kommt man dran nicht dran vorbei. Es wäre wirklich wünschenswert, auch bei allen anderen Eingriffen, vor allem die geheim sind, die man nicht mitkriegt, auf jeden Fall einen Richtervorbehalt einzuziehen. Genau. Und abschließend möchte ich noch hier hinweisen auf etwas, was wir als Organisation auch fordern, ist die Überwachungsgesamtrechnung. Und zwar geht es darum, das ist etwas, was sinngemäß der Deutsche Bundesverfassungsgericht, das Deutsche Bundesverfassungsgericht gesagt hat, in einem Urteil über die Vorratsdatenspeicherung, dass nur in einer Gesamtschau beurteilt werden kann, ob Grundrechtseingriffe durch Überwachungsbefugnisse verhältnismäßig sind. Das heißt, das Gericht hat gesagt, wir können das nicht nur anhand dieser einen Maßnahme beurteilen, sondern wir müssen schauen, welche anderen Befugnisse es noch gibt in dieser Situation und mit welchen Daten diese Daten, die da gesammelt werden, dann nämlich vernetzt werden können. Das heißt, es könnte vielleicht verhältnismäßig sein, dass wir nur die Metadaten vom Handy haben und sozusagen Vorratsdatenspeicherung mäßig, okay, wir haben jetzt das, aber wenn wir sagen, wir haben auch Bankdaten und wir haben auch eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum und wir haben auch Gesundheitsdaten und wir haben auch, was weiß ich, und wir geben das alles zusammen und dann haben wir wirklich eine fast flächendeckende, wir können fast immer sagen, wo die Person ist, fast immer Rückschlüsse ziehen, was sie gemacht hat, wir können fast jede Kommunikation abhören, dann wird es unverhältnismäßig. Das heißt, es kann nicht eine Maßnahme und eine Befugnis für sich alleine stehend beurteilt werden in dieser Hinsicht, ob das verhältnismäßig ist, sondern man muss immer schauen, was gibt es noch und womit lässt sich dieses Wissen vernetzen und wie viel wissen wir dann an eine Person und ist das noch verhältnismäßig? Das wäre ganz wichtig. Genau, so wie es jetzt war, hätten wir dieses Paket zum Sender zurückgeschickt. Das ist jetzt mal so passiert, hoffentlich auch das nächste Mal, wenn es wiederkommt, was es sicher tut, also es wird sicher auch dann wieder zu uns zurückkommen.
If politicians fail, Epicenter works. Wir nehmen auch Spenden. Okay.